Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit Ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Gesundheitsmetropole Hamburg. Heute geht es bei uns um die häufigste Krebserkrankung in der Urologie, nämlich um den Blasenkrebs. Im Durchschnitt sind Betroffene bei Diagnosestellung Anfang 70 und Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Wir sprechen heute mit Ärzten über Symptome, Diagnose und natürlich Behandlung von Blasenkrebs und wir treffen auch Patienten, die uns von ihrer Krankengeschichte und ihren Empfindungen dabei erzählen. Einen davon treffen wir jetzt und das ist Günther Strobel. Seit ein paar Wochen lebt Günther Strobel ohne Harnblase. Sie wurde ihm entfernt, weil sich dort ein infiltrierender Tumor, also ein Geschwür, das auch in gesunde Gewebezellen eindringt, gebildet hatte. Der 73-Jährige hatte davon nichts gemerkt. Herr Strobel, welche Beschwerden hatten Sie denn? Also wie hat sich die Erkrankung anfangs bei Ihnen bemerkbar gemacht? Gar nicht. Die hat sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Ich war zu einer ganz normalen Reihenuntersuchung und da ist festgestellt worden, dass irgendetwas nicht stimmt im Körper. Daraufhin wurde eine CT gemacht, eine Computertomographie, und auf der ist festgestellt worden, dass die rechte Niere den Harn nicht los wird, eine sogenannte Harnstarrungsniere. Bei einer Blasenspiegelung wurde festgestellt, dass der Tumor in die tieferen Wandschichten vorgedrungen war. Eine komplette Blasenentfernung war deshalb unumgänglich. Anstelle einer Blase befindet sich jetzt eine neue, eine sogenannte Neoblase. Wenn die Voraussetzungen so sind, dass die Blase entnommen werden muss, was gibt es da für Optionen? Was können Sie als Ärzte tun? Also nachdem man die Blase entfernt hat, die Originalblase, muss der Urin ja irgendwo gespeichert und gesammelt werden. Zumindest muss er irgendwie aus dem Körper herauskommen. Und da gibt es verschiedene Techniken. Die älteste ist das sogenannte Ileum Conduit. Das ist also mit einem Urinauffangbeutelchen an der Seite. Grundsätzlich keine schlechte Lösung, aber für viele Patienten schwerer vorstellbar, weil man eben dann ein außen sichtbares Säckchen mit sich rumtragen muss. Herr Strobel wollte das aber nicht. Er wollte lieber einen Ersatz seiner Blase haben. Das heißt, dass aus Dünndarm eine Blase gebildet werden kann, die an der Stelle sitzt, wo die Originalblase gesessen hat, und dass das Wasserlassen so normal wie möglich erfolgen kann. Am häufigsten tritt der Blasentumor zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr auf. Auch wenn es sich meist um einen bösartigen Tumor handelt, verlaufen glücklicherweise 70-80% der Blasentumoren oberflächlich. Das heißt, um diese zu behandeln, muss die Blase nicht entfernt werden. Mithilfe eines endoskopischen Eingriffs durch die Harnröhre kann der Patient behandelt werden. Herr Dr. Kilian, was sehen wir jetzt hier für ein Instrument liegen? Wie wird das gleich zum Einsatz kommen? Dieses ist ein sogenanntes Resektoskop. Mit diesem Instrument wird durch die Harnröhre die Blase zunächst betrachtet und anschließend mit Hilfe dieser kleinen Schlinge, die ich jetzt hier ausfahre, das verdächtige, tumorverdächtige Gewebe, der Tumor, ausgeschält. Und dieser ist aufgrund seines Aussehens eindeutig zu erkennen. Wir sind ja jetzt gleich beim Tumor angekommen, befinden uns jetzt in der Blase. Was können wir auf den Monitoren gerade sehen? Wir sehen hier jetzt eine nahezu normale Blasenwand, etwas vermehrte Gefäßzeichnung und Rötung. Aber hier sehen wir jetzt an der Seitenwand einen Tumor, einen typischen blumenkohlartigen, einen sogenannten papillären Tumor. Und hier sehen Sie weitere Anteile dieses Tumors. Hier ein weiterer, noch etwas größerer Tumor, der mindestens nach kirschgroß ist. Nun können die Tumoren in der Blase ausgeschält werden. Herr Dr. Kilian, Sie beginnen jetzt mit der Ausschälung der Blase, ist das richtig? Ich fahre jetzt hier die Schlinge aus und schneide nun mit
Hilfe der Schlinge, die zunächst von oben kommt, den Tumor bis zur Basis nach und nach weg. Dabei ist höchste Präzision gefragt, denn die dünne Blasenhaut sollte nicht beschädigt werden. Doch welche Ursachen hat überhaupt der Blasenkrebs? Als eindeutige Risikofaktoren können krebserregende Substanzen ausgemacht werden, die bei Kontakt mit der Blasenschleimhaut Tumoren produzieren können, zum Beispiel Tabak. Raucher haben ein 2- bis 4-mal höheres Risiko, an Blasenkrebs zu erkranken. Was für Symptome treten denn in Zusammenhang mit der Erkrankung auf? Symptome, die wir sehr häufig sehen, auch im Bereitschaftsdienst und nachts im Notdienst, sind der blutige Urin. Das kann hellrotes Blut sein, das kann dunkelrotes Blut sein. Das ist für uns immer ein allererstes Alarmsignal. Kommt im Übrigen auch gehäuft vor bei Patienten, die Marcuma oder andere gerinnungshemmende Faktoren nehmen, weil sie eine Gefäßerkrankung haben. Wir sind als Urologen auf jeden Fall gehalten, schon bei mikroskopischen Blutspuren im Urin den ganzen Harntrakt einmal durchzuuntersuchen. Günter Strobel ist mit seiner Neoblase zufrieden. Noch ist der ehemalige Systemanalytiker von dem Eingriff etwas geschwächt, doch einfache körperliche Belastungen sind für den 73-Jährigen schon wieder möglich. Ob bei einem Eingriff nur der Tumor oder gleich die komplette Blase entfernt wird, die Behandlung von Blasenkrebs, die ist komplex und auch hier gilt, je früher der Krebs erkannt wird, desto größer ist die Heilungschance. Was nach so einer Blasenkrebsoperation passiert und wie wichtig dabei unter anderem das Beckenbodentraining ist, meine Damen und Herren, das zeigen wir Ihnen jetzt. Vor 2 Jahren hatte Klaus Steffens beim Wasserlassen das erste Mal Blut im Urin. Der 62-Jährige ging zum Arzt, dort wurden bei der Blasenspiegelung kleinere Tumoren entdeckt. 2-mal wurde seine Blase ausgeschält, doch der Tumor drang in immer tiefere Gewebeschichten vor. Und dann hat der Arzt gesagt, es hat keinen Zweck mehr, er kriegt das nicht mehr in den Griff. Man muss sich das so vorstellen, fällt mir jetzt ein, hat der gesagt, wie eine Zimmerwand. Der Tumor ist normalerweise im Putz drin vorne. Und bei mir war er schon im Mauerwerk. Also ist es schon, war schon durch. Ja. Deshalb wurde in einer etwa 4-stündigen Operation seine Blase komplett entfernt und durch eine Neoblase ersetzt. 3 Wochen ist das her. Wie geht's Ihnen denn heute? Gut. Was macht Ihnen noch ein bisschen Beschwerden? Also wie weit ist der Heilungsprozess mittlerweile fortgeschritten? Der Heilungsprozess ist eigentlich relativ weit vorausgeschritten. Es heilt alles sehr gut. Bis auf das Wasserlassen jetzt. Das ist natürlich, jetzt muss man jetzt lernen. Die Blase hat ja einen Muskel und den Darm, den ich jetzt habe als Blase, der hat ja keinen Muskel mehr. Also muss man das jetzt alles neu erlernen, wie ein kleines Kind. Ne? Und das geschieht unter anderem beim Beckenbodentraining. Danuta Malkosch ist Physiotherapeutin. Bei ihr lernt Klaus Steffens die Beckenbodenmuskulatur anhand verschiedener Übungen wieder zu trainieren. Was haben Sie denn mit dem Herrn Steffens für Übungen gemacht? Ich habe dem Patienten erklärt, was der Beckenboden ist, dass das jetzt ein Teil von einer Rumpfmuskulatur ist, von der Rumpfkapsel. Und das ist wichtig, dass der mit Ein- und Ausatmen gearbeitet wird, weil der Beckenboden der Ausatemmuskel ist. Und der wird auch angespannt, wenn wir den ausatmen. Und das ist wichtig, dass er jetzt ganz korrekte Ausgangsstellung hat, wie Rückenlage, Seitlage, Sitz, wo der Beckenboden eben entlastet wird. Und er wird angespannt oder trainiert, wenn wir ausatmen. Da der Blasenschließmuskel während der Operation angeschnitten werden muss, ist das Beckenbodentraining elementar. Welche Bedeutung hat denn die Reha nach einer Operation? Das ist eine ganz wesentliche Maßnahme. Wir machen ja mit dem Patienten einen grundlegenden Umbau in seinem Bauch. Wir schneiden ein großes Stück von dem Darm raus. Aus diesem Darm wird die neue Blase gemacht. Also hier muss sich der Darm dran gewöhnen, dass er kürzer ist. Die neue Blase muss ihre Funktion aufnehmen. Der Patient muss lernen, wie er mit dieser Blase zurechtkommt. Und es kommt natürlich auch die ganze emotionale Aufarbeitung des Geschehens dazu. Kommende Woche geht es für Klaus Steffens in die Reha. 3 Wochen wird sich der Hausmeister dann dort aufhalten. Trotz des großen Eingriffes ist er schon wieder mobil. Immer modernere Behandlungsmethoden machen das möglich. In der Wissenschaft geht die Tendenz hin zu ganz künstlichen Blasen, die aus Stammzellen gezüchtet werden. Allerdings handelt es sich hierbei noch um Zukunftsmusik.
Ja, meine Damen und Herren, und nicht nur in der Blasenkrebstherapie gibt es immer wieder neue Entwicklungen, sondern auch allgemein in der Welt der Medizin. Und davon berichten wir Ihnen jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten. Die Neurologie der Asklepios Klinik Nordheidberg hat einen neuen Chefarzt. Professor Dr. Günther Seidel kommt vom Universitätsklinikum Lübeck und leitet ab dem 1. Juli die neurologische Abteilung. Seine klinischen Schwerpunkte liegen in der Schlaganfallbehandlung, der Neurosonologie und der Intensivneurologie. Ich beschäftige mich mit einem Schwerpunkt mit Schlaganfallerkrankungen und entsprechend ist das natürlich ein sehr guter Ort für mich, wo ich mein Wissen anbringen kann. Das beinhaltet, wie gesagt, die Schlaganfall-Spezialstation, aber auch neue Behandlungskonzepte. Weiterhin möchte Professor Dr. Seidel die Bereiche Ultraschalldiagnostik und die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen wie Demenz und Parkinson erweitern. Professor Joachim Röther ist seit dem 1. Juli Chefarzt der Neurologie in der Asklepios-Klinik Altona. Als zukünftige Ziele hat der Experte für Schlaganfälle die Erweiterung der Stroke-Unit sowie die Schaffung einer neurochirurgischen Intensivstation ausgegeben. Im Vergleich zu meiner Tätigkeit zuvor in Minden ist es so, dass dieses Krankenhaus eben noch bessere Möglichkeiten bietet, sowohl bei der Diagnostik als auch bei der Behandlung von Patienten, die einen Schlaganfall aufgrund von Gefäßverschlüssen haben. Es gibt eine hervorragende Neuroradiologie und eine sehr gute Kooperation mit der Neurochirurgie und das ist ein besonderer Reiz für mich. Professor Röther wurde für seine wissenschaftlichen Arbeiten unter anderem mit dem Hugo-Spatz-Preis geehrt. Am 8. Juli findet in der Asklepios-Klinik Altona eine hanseatische Nachtvorlesung für Laien statt. Dr. Kaihan Amadi-Simab und Dr. Thomas Niemeyer referieren zum Thema Morbus Bechterew, entzündliche Wirbelsäule. Am 15. Juli geht es um Krebs in der Harnblase. Im Asklepios-Westklinikum Hamburg-Rissen wird Dr. Tobias Potek über dieses Thema informieren. Im Anschluss an die Vorträge können Fragen gestellt werden. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19.30 Uhr. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 040 1818 82 66 33 anmelden. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder von Ihnen, liebe Zuschauer. Das war die Gesundheitsmetropole Hamburg für dieses Mal. Wenn Sie noch Fragen haben sollten rund ums Thema Blasenkrebs, dann haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten für Sie. Sie können sich sehr gerne wie immer an die jetzt dunkelgrün angezeigten Asklepios-Kliniken wenden. Alternativ greifen Sie ruhig einfach zum Hörer und rufen unser Infotelefon an. Die Nummer, die dürfte jetzt ebenfalls eingeblendet sein. Und die dritte Möglichkeit wäre, seien Sie einfach nächste Woche wieder dabei. Denn dann geht es bei uns in der Sendung noch mal ums Thema Blasenkrebs und ich werde im Hamburg 1 Studio an der Roten Baumchaussee zwei Experten zum Thema begrüßen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.